Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute am Salzburgring. Wir führen eine spannende Diskussion zum Thema Elektromobilität mit Kunden, die dieses Thema bereits umgesetzt haben. Geballte Power mit Elektromobilität. Das ist das Motto der IMFS, einer neuen Veranstaltung für innovative Mobilität in der Zukunft am Salzburgring. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen namens der Salzburger AG hier auf der IMFS. Diese Herren, die Sie also hier am Pendel sehen, haben erfolgreich den Einstieg oder den Umstieg in die alternative Mobilität, im Speziellen in die E-Mobilität, geschafft. Ich darf ganz kurz in der Vorstellung beginnen, am linken äußeren Rand Sebastian Fitztum. Sebastian Fitztum ist uns bekannt als Mastermind der Ionica. An seiner Seite Gerold Auerbach. Gerold Auerbach ist also ein gefragter Experte, E-Mobilität-Experte im deutschen Raum, insbesondere wenn es darum geht, also in den Unternehmen, nämlich bei Herstellern, die Leute dazu zu bringen, dass sie also aus der Verbrennerwelt in Richtung E-Mobilität also auch wirklich die wichtigsten Punkte mitnehmen. Fritz Schwab an meiner rechten Seite ist ein Pionier. Ich würde also ihn bezeichnen als denjenigen, der also auch den Umstieg in die Energiewende bereits also vollzogen hat in seinem Betrieb. Was heißt das? Er hat also seit vielen Jahren also auch das Thema, indem er also Strom aus der Sonne gewinnt, speichert und also auch im Betrieb einsetzt. Und in seinen Maschinen ist so, dass eine Ampel leuchtet und seine Mitarbeiter, wenn die also jetzt die Sonne nicht scheint und also auch wenig Strom im Speicher ist, angehalten sind, möglichst also hier nicht Maschinen in Betrieb zu nehmen. Ja, ich gehe weiter also an der linken Seite. Markus Frimbichler. Markus Frimbichler kommt also von Sony. Sony hat also vor kurzer Zeit also im Umstieg auf alternative Mobilität im Fuhrpark begonnen, hat also auch eine Ladelösung, durften wir also euch betreuen. Wir werden dann also gute Einblicke bekommen. Und ganz an der linken Seite von mir ist Thomas Reuter. Thomas Reuter kommt von Stiegl. Seine Spezialität ist vielleicht die, alle anderen Herren haben primär bisher im Bereich E-Mobilität, wenn es um Pkw, Erfahrungen gemacht. Er hat Erfahrungen gemacht mit E-Lkw. Ja, ich würde also bitten, dass man also jetzt jeder für sich noch einmal in die Zeit zurückgeht. Wie war denn das damals, wie wir also in die E-Mobilität eingestiegen sind? Was hat es denn da also für Überlegungen gegeben? Hat es da Befürchtungen gegeben? Hat es da Erwartungen gegeben? Und dass man dann so ein bisschen jeder für sich also sagt, okay, irgendwann einmal habe ich mich dazu durchgerungen, dass ich es anpacke. Was war also in der Umsetzungsphase also für euch also dann wichtig oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und bitte vielleicht also dann im Statement noch einmal sagen, aus dem, was wir gelernt haben, was würde ich heute einem Publikum, das hier da ist, also Empfehlungen mitgeben? Und ich habe mir jetzt überlegt, mit wem ich anfange. Und die Reihenfolge ist also so, ich bitte dich, Fritz, dass du anfängst, weil du hast also am längsten vor über 10 Jahren also mit dem Thema begonnen, wo noch überhaupt keine Rahmenbedingungen da waren. Bitte. Hol uns ins Boot. Ja, es war eigentlich sehr interessant. Vor 10 Jahren ungefähr habe ich durch die Wirtschaftskammer damals die Möglichkeit bekommen, verschiedene Elektroautos zu testen über ein paar Wochen, über einen Zeitraum. Und ja, das waren da ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen mit der Qualität von diesen Fahrzeugen und auch die Reichweiten. Aber als Fazit für mich war dann trotzdem, dass ich gesagt habe, sobald ein Auto auf dem Markt ist, das einen normalen Standard von einem Pkw erfüllt und elektrisch betrieben ist, möchte ich das haben. Und das war dann eigentlich schon 2 Jahre später, wie dann der Renault Zoe auf den Markt gekommen ist, habe ich dann einen von den ersten Renault Zoe in Österreich bekommen. Das war dann lustig, weil ich habe dann die erste Wallbox der Salzburger AG bekommen, wo es dann die Salzburger AG gesagt hat, das gibt es gar nicht, dass du schon eine Wallbox brauchst, es gibt gar keine Autos, das mit dem laden kannst. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, das Auto habe ich schon vor 1,5 Jahren bestellt und ich habe es schon. Und ja, das war dann wirklich schon, wo ich gesagt habe, das ist ein alltagstaugliches Zweitauto. Dann
nach 4 Jahren haben wir das Auto dann gewechselt und haben einen BMW i3 dann gehabt. Und weitere 4 Jahre später ist dann habe ich dann gesagt, ich würde dann eigentlich schon ein Auto, nicht wo ich, was ich als zweites Auto nutzen kann, sondern was ich als Auto nutzen kann, wo ich kein anderes fossilgetriebenes Auto mehr brauche. Und dann ist der Tesla Model 3 rausgekommen und habe gesagt, ja, für mich ist wichtig, ich muss von Salzburg Richtung bis Wien fahren können, problemlos. Und habe das Auto dann gekauft und habe dann auch zu dieser Zeit das andere Auto, was wir noch gehabt haben, verkauft. Ja, und so muss ich jetzt dann sagen, für mich ist einfach, ich konnte mir es nicht mehr vorstellen, nicht elektrisch zu fahren. Ich habe jetzt mittlerweile sicher um die 150.000 Kilometer, wo ich mit Elektroautos gefahren bin, gefahren. Ich möchte auch sagen, ich fahre im Jahr ungefähr 20.000 Kilometer mit dem Zug. Nicht nur mit dem Elektroauto, sondern schon mit anderen Dings da. Und ich glaube einfach, dass die Elektroautos mittlerweile wirklich alltagstauglich sind. Das größte Problem von der Elektromobilität ist, glaube ich, das, wenn man mit Leuten spricht, dass die Sorge der Ladeinfrastruktur haben einfach das nicht wissen, wo kann ich laden, wie funktioniert das, was brauche ich dazu. Und es ist für mich ein bisschen erschreckend gewesen. Ich habe gerade heute ein Gespräch gehabt mit einem Außendienstmitarbeiter von einem Lieferanten von uns, der hat gesagt, der hat jetzt seit einem Jahr hat er Elektro-Firmenfahrzeug, mit dem er fährt. Und er hat gesagt, der hat noch nie auswärts geladen, weil er weiß gar nicht, wie das geht und was er dazu braucht. Und da habe ich mir gedacht, das ist einfach schade, wenn man, es muss einfach gehen. Ich muss hinfahren zur Ladesäule, muss da meine Kreditkarte hinhalten oder meine Bankomatkarte hinhalten und ich sehe dann drauf, was hat mir der Ladevorgang jetzt gekostet und dann fahre ich wieder weg. Und nicht, dass ich in mein Auto drinnen 5 verschiedene Karten brauche, wo ich in welchem Bundesland und bei welchem Energiebetreiber laden kann. Das ist für mich die zentrale Aussage, wo ich glaube, das braucht es einfach für die breite Masse, für die Elektromobilität. Okay, Fritz, herzlichen Dank. Ich glaube, Sebastian, du bist derjenige, der am zweitmeisten Erfahrung hat, nämlich deutlich über 5 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, es ist eine sehr spezielle Frage, weil bei mir ist schon ein bisschen lustig sozusagen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ich bin ja im wahrsten Sinne des Wortes ein klassischer Benzinbruder gewesen und ich bin heute in der Früh reingefahren und ich bin internationale deutsche Meisterschaft im Motorradrennsport, sind wir da oben mit 310 angekommen und da hat sich wirklich alles um Benzin und Motoren und Öl und Gestank und so weiter gespielt. 2010 haben wir dann hat mich der Johannes Hörl, der Chef von der Großglockner Hochalpenstraße, eingeladen zu einer Veranstaltung am Großglockner, wo es um das Thema E-Ladestationen bzw. E-Autos gegangen ist. Und da bin ich raufgefahren und dann habe ich mir gedacht, das muss ich ausprobieren. Wie ich dann das erste Mal mit so einem Auto gefahren bin, habe ich gewusst, um was es eigentlich wirklich geht beim Autofahren. Also quasi in jeder Lebenslage, Leistung, nicht schauen müssen, was für Drehzahl habe ich und so weiter. Also der einfachste Tipp, um von der Elektromobilität überzeugt zu werden, ist mit so einem Auto zu fahren. Also man braucht gar nichts. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem großen Getränkehändler in Deutschland. Der hat mir gesagt, wir brauchen gar nichts da, wir müssen die Leute nur fahren lassen. Und wenn die einmal mit so einem Auto fahren, dann werden die meisten sagen, ich will mit so einem Auto gar nicht mehr fahren, mit einem klassischen Verbrenner. Natürlich gibt es da coole und tolle Autos. Aber ich bin viel und das Bewusstsein verändert sich extrem stark. Also ich bin viel mit dem Rennradl unterwegs und jetzt fällt mir auf, wenn ich auf einer Bundesstraße mit dem Rennradl fahre und mich will einen überholen, der kann vielleicht nicht gleich vorbeifahren, weil er Gegenverkehr ist, wie lange der braucht mit seinem Benziner, bis er überhaupt bei meinem Schub nach vorne hat. Ding, ding, Gas geben und zeigen. Und der Elektroauto, der drückt halt einmal drauf und der ist vorbei. Und da ist einfach diese Effizienz dieser Motoren, dieser Fahrzeuge, die sind so hochgradig oder so viel besser wie die klassischen Verbrenner. Und das zeigt ja auch im Motorsport,
gibt es ja mittlerweile sehr viele Größen, die was absolut einstehen zu diesem Thema Elektromobilität und die sagen, ein hocheffizientes Motorsportfahrzeug kann nur elektrisch sein. Es ist einfach so. Und wenn ich diese ganzen Sachen hernehme, dann glaube ich, ist der Weg sowieso geebnet. Wir in unseren Diskussionen, ich bin ja, wir haben mit der Ionica gestartet 2018 in Zell am Seckerbrunn mit einer großen Faszination Elektromobilitätsmesse. Entstanden ist daraus, ich bin jetzt Modellregionsmanager für die erste Schwerpunktregion Camp Tourismus in Zell am Seckerbrunn, wo wir einfach immer sagen, das Thema Elektroauto, das wird bei uns schon gar nicht mehr so mitdiskutiert, weil das ist durch das Thema. Das Thema ist, egal welche Mobilitätsformen in sich in Zukunft durchsetzen werden, ob das, wir forcieren natürlich viele Themen wie Anreise mit der Bahn und so weiter, um überhaupt vom Verkehrsvermeidung ist eigentlich das Thema. Und alles, was rund um die Verkehrsvermeidung geht, wird in Zukunft einfach elektrisch passieren. Das sind momentan noch ein paar Ausläufer, die was nicht wahrhaben wollen, vielleicht aus privatem Interesse oder wirtschaftlichem Interesse. In meinem Freundeskreis ist das das Gleiche, das sind alle die gleichen Benzinbrüder. Die sagen, und wenn ich 80 bin, dann fahre ich mit Benziner und stink und bin laut und. Aber das ist eine Einstellungssache. Die Jugend von heute, die sieht das anders und wie gesagt, das Einzige, was ich jedem vorschlagen und sagen würde, ist, fahr einfach mit so einem Auto, egal welcher Marke, das sind mittlerweile alle tolle Autos und wenn man schaut, wenn man heute wieder schaut, was da jetzt auf den Markt kommt und wenn man sich auch bei den deutschen Herstellern umschaut, die wissen auch mittlerweile, sie werden getrieben von einer amerikanischen Marke, sie werden quasi vor sich hergetrieben. Gott sei Dank ist das so passiert und ich bin überzeugt davon, dass das unsere Zukunft sein wird. Danke, Sebastian. Ja, jetzt schaue ich also an meine linke Seite und also zum Thomas. Thomas, ihr habt sehr frühzeitig also begonnen mit E-LKWs der Marke MAN. Das waren, glaube ich, 26 Tonner. Da hat es ja nur 9 Stück gegeben, die also prototypenmäßig also bei Kunden in Österreich im Einsatz waren. Davon waren 3 Salzburger. Das, glaube ich, war es ihr. Dann Spar hat es also in Wien eingesetzt und Quellenberger auch noch in Salzburg. Wie ist euch denn da gegangen? Ja, prinzipiell einmal, warum sind wir auf den Elektro-LKW gekommen? Die Stiegl-Brauerei gibt es ja schon seit ein paar hundert Jahren, 530 Jahre werden es nächstes Jahr. Und wir haben ja einige Transportformen schon ausprobiert, also Pferdefuhrwerke zum Beispiel, das ist das Nachhaltigste. Eines gibt es noch in Salzburg, das ist unseres. Dann haben wir jede Menge Diesel-LKWs und wir haben damals schon mal, wir haben nachgeschaut in unseren Archiven, wir hatten schon mal einen Elektro-LKW im Einsatz von der Firma Steyr. Das hat sich damals ganz gut bewährt, aber allerdings, wie dann die Diesel gekommen sind, durch diese Bleiakkumulatoren-Technologie, die waren natürlich nicht technisch nicht so weit entwickelt. Das Auto war sehr schwer und ist dann wieder vom Markt verschwunden, aber wir hatten schon mal einen. Wir haben uns bemüht, dass wir diesen MAN bekommen, haben dann Glück gehabt und haben den Zuschlag bekommen und haben den einige Jahre getestet in einer Leasing-Variante. Das ist auch sehr wichtig, weil so ein E-LKW, der kostet also das Vierfache wie ein normaler LKW. Wenn man sich jetzt überlegt, ein normaler kostet 100.000 Euro und der E-LKW kostet 400.000 Euro und wir haben 100. Naja, wenn ich die jetzt alle austausche, kostet uns das 30 Millionen, das zahlt natürlich keiner. Aber wir wollten, wie es halt in der Nachhaltigkeit so ist, auch was dazu beitragen, damit sich die Technologie weiterentwickelt. Ich kann nur sagen, aus dem Fahrbetrieb heraus ist es das optimale Fahrzeug für die Stadt. Man muss sich vorstellen, in einer Stadt geht es zu, da ist Lärm, da ist Stress, da ist Abgase, Gestank. Und wie unsere Fahrer mit dem E-LKW um die Ecke gebogen sind, die sind freudig empfangen worden, sagen wir. Leute haben sich gefreut, dass der E-LKW vorbeifährt, weil er einfach leise ist, weil er effizient ist. Der Fahrer hat wirklich auch viel Spaß beim Fahren, weil, wie gesagt, der braucht nicht mehr schalten, haben wir heute schon gehört. Das ist alles ruckfrei, funktioniert super. Wir haben dann doch einen Monat oder einige Monate lang gemessen, wie ist es dann quasi in dem Verkehr, in einer normalen Tour, in einer Salzburger Stadttour, wo doch einige Lokale beliefert werden. Kommen wir da überhaupt aus mit der Reichweite vom Fahrzeug? Wie schaut das genau aus? Wir haben dann gemessen, dass wir im Schnitt in einem Monat oder über 3 Monate hinweg am Tag 7 Stunden mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Ungefähr 53 Kilometer war der Tagesschnitt
Und die Hebebühne wurde mitbenutzt und wir haben noch einmal eine Restbatterielaufzeit, hätten wir da gehabt, von 39% im Schnitt. Also das ist wirklich das auch vom Betrieb her das optimale Fahrzeug. Es ist natürlich, es hat einen kleinen Nachteil gegeben, also wir haben in der Brauerei natürlich ein Thema, ist die Anschlussleistung, wie lade ich das Fahrzeug? Das hat natürlich ein bisschen mehr Kilowatt wie so ein Auto, die haben 70 und das hat ungefähr 270 oder 280 Kilowatt gehabt. Das muss man natürlich mit einer größeren Ladestation laden und wir waren jetzt bei unserer Niederlassung relativ am Limit von der Anschlussleistung. Und wenn ich zum Beispiel Anschlussleistung kaufe, dann kostet die leider, und Salzburger AG verkauft sie, 1000 Euro ungefähr pro Kilowattstunde. Ein bisschen Rabatt kann man auch noch mal kriegen, aber das ist dann schon, wenn ich 100 Kilowatt brauche, kann sein, dass ich 100.000 Euro zahlen muss, vielleicht mit ein bisschen Rabatt noch 50, aber das ist ein Riesenthema, auch diese Anschlussleistung herzustellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe jetzt viele E-LKWs und ich muss die alle laden, dann brauche ich in der Nacht richtig Power. Also das ist mal das Nächste, ich muss mir überlegen, wie kann das überhaupt in einer größeren Anzahl funktionieren, und das Problem ist auch, in der Nacht gibt es keinen Solarstrom und ich muss quasi aus der Steckdose laden, und wenn das alle machen, vielleicht gibt es dann Probleme mit der Versorgung. Also das sind auch schon Themen, die uns gestört haben, und ein weiteres schwieriges Thema ist jetzt in dieser Technologie, wo der E-LKW sich gerade befindet, braucht man während der Ladezeit eine Kühlung. Und die Kühlung, das kann man sich vorstellen, die Kühlung ist laut, ja, das ist lauter wie beim Haus, wo unten so eine Wärmepumpe läuft vor der Haustür mit 30 dB oder 25 oder was das hat, das ist laut. Jetzt haben wir uns eine Ladestation hinbaut mit 45 Kilowatt und dann haben wir es woanders laden müssen bei einer 20 Kilowatt Ladestation, weil sie die Nachbarn aufgeregt haben, dass sie schlafen können im Sommer. Also das sind dann so Kleinigkeiten, da kommt man dann im Betrieb drauf, aber overall gesehen freuen wir uns schon drauf, wenn die serienreif sind und in Einsatz kommen und wir für die anderen Dinge, die ich so genannt habe, überall technische Lösungen haben, die uns dann in diese neue Zeit katapultieren. Meiner Meinung nach, ein E-LKW macht absolut Sinn in der Stadt. Ich glaube nicht, dass aktuell die Technologie schon so weit ist, dass man von Salzburg nach Wien sinnvoll fahren sollte oder kann. Aber ich weiß auch noch nicht, ob wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema, ob Wasserstoff kommen wird, weil da einfach auch die Rahmenbedingungen aktuell, die politischen, nicht das hergeben, dass das wirtschaftlich betrieben werden kann. Weil irgendwer muss ja zahlen und in letzter Konsequenz ist quasi der Endkunde, der dann mehr für die ganzen Waren zahlen muss, und momentan ist es ein bisschen ein Problem. Thomas, danke für die spannenden Einblicke. Jetzt muss ich einmal noch also auf die rechte Seite schauen, weil der Gary mit seinem Fahrzeug nach meinem Wissensstand also derjenige ist, der ungefähr ein gutes halbes Jahr mit eigenem Fahrzeug also Erfahrung hat, aber davor natürlich also auch schon mehr. Bitte. Ja, danke. Es ist jetzt ganz witzig, wir haben uns nicht abgesprochen und haben in Wirklichkeit jetzt da auf der Seite alle den gleichen Zugang zur Elektromobilität gehabt. Bei mir war es im Prinzip auch ähnlich. Ich bin im Beratungs- und Trainingsbereich unterwegs für große Automobilhersteller, also für einen großen Konzern in Europa. Und der klassische Benzinbruder, also 12 Zylinder ist Minimum, eine gute Sache. Und bin dann vor 4 Jahren einmal vor der Situation gestanden, dass ich einen Auftrag gekriegt habe für ein Markteinführungsprojekt für ein reines E-Auto. Und für mich war das natürlich eine ziemlich spannende Geschichte, ob ich das überhaupt kann, also mental hinkriege. Und habe mir dann einmal einen Selbstversuch auferlegt, dann habe mir so ein Auto ausgeliehen und habe gesagt, ich fahre jetzt einmal einen Monat nur rein elektrisch. Und das heißt bei mir, ich bin meistens irgendwo zwischen München und Hamburg unterwegs und das alles mit Zeitdruck und Stress. Das muss auch funktionieren, das Laden muss funktionieren, die Zeit muss passen. Und ich wollte das ohne Backup machen. Also ich habe mir gedacht, entweder es geht oder es geht nicht. Und es hat funktioniert, es hat wirklich gut funktioniert. Bin die letzten Jahre dann nur elektrisch gefahren, immer mit verschiedensten Modellen, also meistens irgendwelche Autoabos oder Vorführer, und fahre quasi beruflich nur im Langstreckenbetrieb elektrisch und bin dann vor einem Jahr auch in der Family auf elektrisch umgestiegen. Die deutschen Hersteller, haben wir gehört, können mittlerweile gute Autos bauen. Ich brauche ein großes Auto, wo ein Celloplatz hat. Und wir fahren jetzt da in der Familie elektrisch. Mittlerweile für mich ganz interessant, dass sich meine berufliche Tätigkeit auch in die Richtung entwickelt hat. Das heißt, ich bin mittlerweile faktisch nur mehr in der Beratung und im Training in Sachen E-Mobilität bei den Autohäusern. Da sind die Widerstände ja so subjektiv gesehen fast nur am größten. Also viele Kunden sind eigentlich weiter mit dem Thema Elektromobilität. Und was ich mache, ist hauptsächlich in den Autohäusern die Mannschaft auf dieses Thema so ein bisschen umtrimmen. Meine Erfolgsformel ist so 90-90, also brauche ich in der Regel 90 Minuten, bis ich 90% der Mannschaft in Richtung E-Mobilität umgedreht habe. Das geht in Wirklichkeit ganz einfach, weil die meisten Einwände,
das gegen E-Mobilität gibt, ganz einfach einmal gestimmt haben. Also vor 15 Jahren hat das alles gestimmt, was man der E-Mobilität zugeschrieben hat. Mittlerweile ist das so gut entwickelt, dass das gut funktioniert und insofern ist das also meine Botschaft immer an Kundenveranstaltungen, man muss die Dinge probieren, reinsetzen, ausprobieren, fahren, genauso wie man normal auch fährt und dann wird man relativ schnell erkennen, ob das funktioniert oder ob es vielleicht nur ein bisschen dauert, bis beim funktionieren kann. Danke, Gary. Ja, last but not least, Markus, du vertrittst die Sony und ihr habt ja einen Standort in Thalgau mittlerweile konzentriert. Was sind denn da für Überlegungen im Bereich alternativer Mobilität bei euch also gewälzt worden? Also im Prinzip sind es ähnliche Zugänge, wie wir jetzt bereits gehört haben. Wir haben eben ein zweites Werk in uns in Tschechien, in Pilsen und eine von den Grundvoraussetzungen war, wie erreichen wir mit den Firmen BKW dieses Werk. Und durch das, das ist eine Distanz von Salzburg-Pilsen ungefähr von 300, 320 Kilometer, war es natürlich am Anfang mit dem E-Auto schwierig darstellbar. Wir haben einen von den ersten VW E-Golf gehabt und der hat halt diese Reichweite nicht auf einmal geschafft. In der Zwischenzeit gibt es natürlich Technologiesprünge und die Autos, was jetzt am Markt sind, sind alle reichweitentauglich. Wir haben jetzt massiv in das Thema E-Mobilität vor 3 Jahren angefangen zu investieren, wobei man sagen muss, am Anfang sind hauptsächlich Hybridfahrzeuge angeschafft worden, einfach um diese Reichweite zu erreichen. In der Zwischenzeit ist es so, dass wenn ich mir die Bestellungen anschaue, eigentlich nur mehr auf E-Autos gesetzt wird. Da sehen also unsere Mitarbeiter, die ihren Anrecht haben, so ein Auto zu nutzen, einfach auch ihre persönlichen Vorteile, sprich Sachbezugsbefreiung. Und die Widerstände, was wir am Anfang ein bisschen gespürt haben, sind einfach durch das Erfahren mit diesen Autos, mit diesen modernen Autos, eigentlich alle dann, waren nicht mehr valide und gibt es eigentlich keine Einwände mehr gegen diese Technologie. Okay, danke. Ja, wenn ich jetzt also ein bisschen in das Publikum schaue, wir haben einiges also angeteasert. Mit Sicherheit nicht alle Fragen, die also in Ihren Köpfen also herumschwirren, beantworten können. Wer will bitte der Eisbrecher sein und uns matchen? Also ich habe auch schon einen E-Golf jetzt seit 2 Jahren. Meine Frau fährt kein anderes Auto mehr. Und ein Firmenwagen ist auch bestellt, aber leider mit 14 Monaten Lieferzeit. Wenn man mit anderen Leuten redet, es gibt ganz viele Gegner noch oder einfach die irgendwelchen Fake News glauben. Unter anderem kommt da immer das Argument, diese ganze Akkuproduktion, die ist so umweltschädlich und macht eigentlich das ganze Klimapaket kaputt. Wie sehen Sie das? Oder? Ich glaube, da haben wir einen Experten. Lieber Gary. Zucke ich gleich ein bisschen zusammen. Da könnte man jetzt viel darüber reden. Ich erzähle mir ein Beispiel aus meiner Erfahrung, das ich vor über 2 Jahren erlebt habe, auf der letzten IAA, die in Frankfurt war, also im größten Branchentreffen. Da bin ich auch für einen bekannten Hersteller im Einsatz gewesen und da haben wir so eine Diskussion genau wie da geführt und da ist es unter anderem natürlich um das Thema Rohstoffe gegangen. Und da hört man und sieht man vor allem sehr viel, also gerade das Thema Kinderarbeit, Kobalt, Nigeria, DR Kongo, ganz schlimme Sachen und das war natürlich ein Riesenthema oder Lithiumproduktion, Apakata Kamerwüste. Für mich war ganz spannend dann das Statement vom Landesgeschäftsführer von Amnesty International, der hat nämlich da auch teilgenommen, weil das eine sehr umfassend belegte Veranstaltung war und der hat uns gesagt, ja, Kobaltabbau in DR Kongo ist natürlich ein Thema unter dem Aspekt Menschenrechte. Seine Erfahrung ist alle, dass die Hersteller, also vor allem die großen Hersteller, durch die damals noch geltenden Lieferkettenrichtlinien, mittlerweile sind es Lieferkettengesetze, an das Thema so herangegangen sind, dass er quasi ausschließen kann, dass das Kobalt, das in E-Autos reinkommt, aus diesen Quellen kommt. Also er hat damals gesagt, man kann davon ausgehen, 80% der Kobaltproduktion im DR Kongo sind unter Minimumstandards. Das ist da, wo die großen Hersteller einkaufen, mittlerweile auch über Blockchain-Technologien dokumentiert und abgesichert. Und 20% sind fürchterlich, das sieht man immer wieder, das sind in der Regel illegale Minen. Da kann man aber ausschließen, dass das Zeug in E-Autos kommt. Also das gibt ja für andere, die Kobalt auch brauchen. Mittlerweile hat sich das da unten ein bisschen gedreht, leider Gottes gedreht. Die größte Kobaltmine in der DR Kongo wird von Glencore betrieben, also einer der großen Bergbaukonzerne. Die drehen es gerade zu, weil sich das da unten nicht mehr rechnet. Man kann Kobalt in Australien mittlerweile günstiger abbauen. Und die Hersteller brauchen immer weniger Kobalt. Also, ich weiß nicht, wer die
kann man im Namen sagen, Tesla, die die Pressemitteilung von vor 14 Tagen gelesen hat, die also jetzt schon kommuniziert haben, ihre Batterien sind schon größtenteils kobaltfrei. Ja. Und davon kann man ausgehen, dass es von den anderen Herstellern auch so ist. Lithium, Atacama-Wüste ist auch ein sensibles Thema, also gerade Grundwasser. Ich meine, Lithium ist ein Abfallprodukt der Salzproduktion, da braucht man Wasser. Auch hier tut sich sehr viel. In Chile nicht so schlimm, wie in den Zahlen am Anfang kommuniziert worden ist, weil da eine irrsinnige Konzentration ist. Und man hat auch gestern gerade gehört, dass in Deutschland jetzt ein großer Lithiumabbau gerade beginnt. Also die produzieren in Deutschland jetzt Lithium für ungefähr 1 Million Elektroauto pro Jahr. Und jetzt kann man sich vorstellen, das deutsche Umweltrecht ist jetzt kein Kindergeburtstag. Also kann man ausgehen, dass das Thema in Wirklichkeit gelöst ist. Obendrein muss man immer sagen, wir reden ja da vom Kreislaufsystem. Das heißt, wann so eine Batterie einmal am Lebensende angelangt ist, das wird irgendwann einmal wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre sein, weil die im Second Life immer nur verwendet werden. Es gibt heute bereits 21 Unternehmen in Europa, die das professionell recyceln. Die haben alle keine Batterien, weil es keine gibt, können aber in der Regel bis zu 95% aller Rohstoffe, Sorten rein wieder herausbringen. Das heißt, das Thema kann man jetzt das gelöst abpacken. Ja. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Okay. Ist bei jedem bekannt, ob es also jetzt angesichts des technologischen Fortschrittes, der in der E-Mobilität immer noch passiert, gescheiter ist, ein Auto zu kaufen, ein E-Auto zu kaufen oder es zu leasen? Thomas? Ja, Harry, das kann ich beantworten. Wir Stiegl-Brauerei haben natürlich auch eine E-Automobilstrategie. Wir wollen bis 2024 30 Fahrzeuge in Elektromobilität haben. Derzeit haben wir 10. Es gibt ein paar Wechsler, die ihr Fahrzeug in den nächsten Jahren wechseln und die haben eigentlich ziemlich zu 100% mit hineingenommen. Wir sind auch der Meinung, dass das Thema reif ist und dass die Reichweiten ausreichend sind, dass die Mitarbeiter, und das ist ja auch wichtig, ihre Arbeit erledigen können am Tag. Und wir haben ja hauptsächlich Außendienstler, die so im mittleren Kilometerbereich sich um den Kirchturm der eigenen Niederlassung bewegen. Und für uns war natürlich das Thema Kauf nicht so relevant, weil beim Thema Leasing natürlich wir mehr Vorteile haben und wir die Fahrzeuge ja alle 4 Jahre wechseln und dann wieder neue bekommen. Wir haben uns natürlich dann auch anschauen müssen, weil die Geschäftsführung ist da bei uns natürlich sehr genau. Die haben gesagt, okay, ist das wirtschaftlich für die Stiegl-Brauerei? Und ich kann mitteilen, Nachhaltigkeit kann auch wirtschaftlich sein. Nur man muss es anders rechnen. Also wenn ich jetzt rein die Brutto-Leasingkosten miteinander vergleiche von einem normalen, sage ich jetzt einmal, Golf-Variante und von einem ID4 oder ID3, dann komme ich natürlich nicht hin. Aber ich muss einfach die Total Cost of Ownership, wie es so schön heißt, die Gesamtkosten der Nutzungsphase berücksichtigen. Und wenn ich dann berücksichtige, dass der Diesel, wenn man sich dann anschaut, wie der gestiegen ist, und der Strompreis steigt aber leider auch irgendwann einmal, aber der Strompreis ist in der Relation auch noch recht günstiger, dann gibt es die Förderungen, die muss man mit reinrechnen. Dann gibt es für die Firmen gewisse Vorteile, dass Brutto zu Netto Wartungsbeträge verrechnet werden können. Das heißt, dass ein Elektrofahrzeug gegenüber einem herkömmlichen Dieselfahrzeug, zum Beispiel einem Golf-Variant, sogar günstiger ist in der Nutzung wie das aktuelle Fahrzeug. Man muss natürlich nur jedes Jahr neu bewerten, weil auch natürlich sich die staatlichen Förderungen wahrscheinlich ändern werden. Das ist ein bisschen eine Arbeit, das zu tun, aber es wurde auch schon erwähnt, es ist natürlich auch für den Nutzer ein Riesenvorteil, weil die Fahrzeuge sachbezugsfrei sind, aktuell noch, kann sich auch ändern, aber aktuell ist das Thema im E-Kfz-Bereich so, dass es nachhaltig und wirtschaftlich ist. Wenn man jetzt ausblendet die Batteriegeschichte, und meine persönliche Meinung dazu ist, wir befinden uns gerade irgendwie in der Dampfzugzeit, ja, weil wenn man sich überlegt, wie das angefangen hat bei der Dampflok und heute vor der AS Elektro und das hat ein paar 100 Jahre gedauert, also das wird, jetzt sind wir gerade am Anfang und die Technologie wird sich rasant nach vorne bewegen und ich glaube, dass in ein paar Jahren das Lithium und so weiter auch gar kein Thema mehr ist, weil man auf andere Technologien kommt, die uns dann auch mehr Reichweite schenken, bessere Lademöglichkeiten, schnellere Ladungen und das wird wirklich wird viel verändern, meiner Meinung nach. Meine Damen und Herren, danke fürs Kommen. Es war eine spannende Diskussion. Gute Heimreise. Applaus